Herzlichen Dank, Herr Girdes, Herr Veit. Ich wusste noch gar nicht, dass wir im SoVD auch so für Übertreibungen stehen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete des Nordrhein-Westfälischen Landtages, auch das ist noch schief und das kippt. Danke, oh, super, danke. Dankeschön. Sehr geehrte Mitglieder des Landesvorstandes des SoVD Nordrhein-Westfalen, lieber Franz, liebe Renate, diese Lampen sind fantastisch. Man sieht nämlich nichts oder wenig. Lieber Eduard, eben war er noch da, kommt wieder. Sehr geehrte Damen und Herren, Haupt- und Ehrenamtliche aus dem Landesverband, aus den Kreisverbänden, aus den Ortsverbänden, sehr geehrte Damen und Herren, Vertreterinnen und Vertreter der Parteien, der Ministerien, vom Kreis, von Stadt und Gemeinden, sehr geehrte Vertreterinnen der Sozialgerichte, der Deutschen Rentenversicherung, befreundeter Verbände, Vereine und Organisationen, sehr geehrte Vertreterinnen der Presse, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ganz herzlichen Dank für die Einladung hier in das renommierte Kapitoltheater in Düsseldorf, das mit seiner ursprünglichen Geschichte als Straßenbahndepot, so habe ich heute gelernt, sogar noch ein bisschen älter ist als unser Verband. Und wir scheinen auch ein Faible zu haben für alte Gebäude, denn das ist nicht das erste alte Industriegebäude, in dem solche Veranstaltungen wie hier heute stattfinden. Ich freue mich, Ihnen heute im Namen des Präsidiums wie auch des Bundesvorstandes die besten Grüße übermitteln zu dürfen und auch zu beglückwünschen zu dürfen zu 100 Jahren Reichsbund oder SoVD oder auch im Zweifel nur zu 70 Jahren Reichsbund SoVD, denn es gab ja die Wiedergründung, wie wir gehört haben, 1946, 47 in vielen Regionen, die dann vor dem Kriege noch nicht bestanden haben. Meine Damen und Herren, Winston Churchill wird das folgende Zitat zugesprochen: Die Erfahrung der Vergangenheit lässt uns die Zukunft gestalten, und je weiter man zurückblicken kann, desto weiter wird man vorausschauen. Zurückgeblickt haben heute bereits der Herr Ministerpräsident Laschet und der Landesvorsitzende Franz Schrewe. Und sie haben beide betont, wie stolz wir auf 100 Jahre Sozialverband sind oder sein können. Und der Landesverband Nordrhein-Westfalen als einer der großen Landesverbände feiert zu Recht mit. Und es wurde auch auf die Gründung hingewiesen, 23. Mai 1917, und dass einige wenige selbst Betroffene, schwer Kriegsbeschädigte, erkannten, welches Problem auf die aus dem Kriege zurückkehrenden und auf Hinterbliebene warten würde nach dem Kriege. Diese Not war kaum zu beschreiben. Und so gründeten so um 35 Aufrechte diesen Verband, der in wenigen Jahren auf ein paar hunderttausend Mitglieder anwuchs. Und die eigene Erfahrung brachte sie dazu, sich als Motto oder als Ziel vorzunehmen, Frieden, für den Frieden sich stark zu machen zukünftig, für die Demokratie sich einzusetzen und für soziale Gerechtigkeit zu kämpfen. Und das kämpferisch, stark, engagiert zu betreiben. Alles Attribute, die uns heute auch noch viel bedeuten. Wir sind vom Ursprung her ein Kampfverband, eine kämpferische Organisation. Und zwar mit Argumenten, mit Worten, mit Idealen. Und dieser Einsatz für Demokratie führte dann auch sehr schnell dazu in der Weimarer Republik, dass man mit der politischen Entwicklung überquer lag. Auf der einen Seite
die sozialpolitischen Erfolge, die angesprochen wurden bereits. Das Soldatenversorgungsgesetz, die Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess, die Versorgung der Hinterbliebenen, die Einflussnahme, die Initiativen auf die Gesetzesmaschinerie waren sehr erfolgreich. Auf der anderen Seite der Kampf gegen Restauration, gegen politische Radikalisierung nahm zu. Und so ist es nicht verwunderlich gewesen, dass nachdem in der letzten freien Wahl in der Weimarer Zeit der Reichsbund die Mitglieder und die Bevölkerung insgesamt dazu aufforderte, nur demokratische Parteien zu wählen. Und das war dann im Grunde genommen der Tropfen, der dann noch fehlte, um die ganze Entwicklung zum Überlauf zu bringen. Die Versuche, den Verband gleichzuschalten, die Funktionäre zu unterdrücken, einzusperren, nahmen zu. Und um diesem Druck zu entgehen, dieser Gleichschaltung zu entgehen, die Verhaftung zu vermeiden, löste sich der Verband dann im Frühjahr 1933 auf. Das Verhängnis nahm seinen Lauf. Wir wissen aus eigener Erfahrung nicht mehr, aber die ganz Alten, die wissen noch aus eigener Erfahrung, was gelaufen ist. Ich weiß noch so einige Episoden aus dem Zweiten Weltkrieg, aber da war ich nun ziemlich klein noch. Aber die Nachkriegszeit, die habe ich in Erinnerung. Und die Bilder, die wir heute gesehen haben, die waren 1946, 47, 48, bis in die 50er Jahre normal. Sie gehörten zum Alltag. Und die Zeit war noch viel schlimmer als 1918, 19. Zu dem millionenfachen Elend und Leid kamen Millionen Vertriebene, die untergebracht werden mussten. Die untergebracht werden mussten in Städten, die selbst zum größten Teil zerstört waren. Da waren also auch diese Menschen noch zu versorgen. Und das führte dazu, dass Dörfer, kleine Städte, die etwas glimpflicher davongekommen waren, innerhalb weniger Monate ihre Einwohnerzahlen verdoppelten. Diese Menschen mussten untergebracht werden. Die Wohnungen wurden zwangseingewiesen. Und das, was wir heute wieder Willkommenskultur nennen, gab es damals nicht. Wenn wir uns daran zurückerinnern, was lief. Die Unterbringung, und das kann ich aus meiner eigenen Umgebung und Heimat sagen, die Unterbringung erfolgte häufig in Kriegsgefangenenlagern, die bis 1945 als Kriegsgefangenenlager gedient hatten oder eben durch Zwangseinweisung. Ich mache das so oder spreche das ganz bewusst an, um zu zeigen, dass wir heute anders mit dem Problem umgehen als 1918, 19 oder 6, 7, 48, dass aber die Probleme sich wiederholen. Ganz offensichtlich lernen die Menschen nur schlecht aus der Erfahrung und sie machen ihre eigenen Fehler immer wieder. Leider, muss man sagen. Und das, was sich so aktuell in der politischen Landschaft zeigt, ist auch kein besonders positiv stimmendes Bild oder keine positiv stimmende Entwicklung. Wenn man Dinge leugnen kann oder wenn man über Dinge spricht, die uns alle in schlimmer Erinnerung sein könnten und müssten, als ob sie nie geschehen wären. Und da können einzelne Gerichtsverfahren, wie sie aktuell wieder gewesen sind, im Grunde genommen nicht viel bewegen. Da ist die Gesellschaft aufgefordert, allgemein dafür zu sorgen, dass solche politischen Entwicklungen sich nicht wiederholen. Die Ausführungen des Herrn Ministerpräsidenten, die Ausführungen von
Franz Schriewe liegen ja sehr nah beieinander. Und ich habe in den letzten Wochen, Monaten an vielen Veranstaltungen teilgenommen, dieser Art Jubiläumsveranstaltungen in den Ländern. Und sie wurden häufig von einflussreichen Vertretern aus der Politik, von Ministerpräsidenten, von den Fachministern, Sozialministern, Arbeitsministern besucht, die Festreden gehalten. Und unsere Themen, unsere Forderungen sind bei der Politik angekommen. Das wurde heute auch deutlich. Sie stehen auf der politischen Agenda. Das Problem ist die Bereitschaft, der Wille, die Fähigkeit, diese Erkenntnisse dann auch tatsächlich in politisches Handeln umzusetzen. Und da werden häufig dann wirtschaftspolitische Gesichtspunkte vorgetragen. Es fehle an Geld. Und das kann gerade 2017 kein glaubwürdiges Argument sein. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Wir haben Geld für viele Dinge, aber wir zögern, die Politik zögert, wenn es darum geht, die soziale Situation im Lande zu verbessern, wenn es darum geht, die Strukturen im Lande zu verbessern, wenn wir sehen, hören, wie öffentliche Gebäude, wie die Infrastruktur vor die Hunde geht, wenn man es drastisch ausdrücken soll, dann fehlen einem eigentlich dafür die Worte. Wenn Brücken, die noch gar nicht so alt sind, gesperrt werden müssen für den Lastverkehr, wenn Brücken, die kaputt gefahren werden, nicht repariert werden, wenn eine fipsige Brücke über die Ems 7 Jahre als Ruine im Fluss liegen bleibt, beziehungsweise wenn es 7 Jahre dauern soll, bis wir so eine mickrige Brücke von wenigen 100 Metern wiederherstellen, wenn es nicht gelingt, Brücken im Autobahnbereich, wenn es nicht gelingt, unsere Infrastruktur schneller auf die Beine zu bringen und mehr Geld dafür auszugeben, dann haben wir vor Ort das Problem. Ich gebrauche gerne die Beispiele in Berlin, in Hannover, in Düsseldorf, in Köln, in München, in den großen Städten, Hamburg, hat man eine hervorragende Verkehrsinfrastruktur. S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn, Busse, sie laufen im Minutentakt, sie sind abgesenkt, wenn es um Busse geht. Alles kein Problem. Schwierig wird es erst, wenn man in die Fläche kommt, wenn man in die Dörfer kommt, wenn man in die Kleinstädte kommt, wenn die Verbindungen nicht im Minutentakt ablaufen. Da hat man weder Einstiegshilfen, noch hat man die sich absenkenden Busse, noch hat man die Verbindungen in kurzer Zeit. Und wenn man dann zum Arzt muss, ins Krankenhaus muss, und die Verbindungen funktionieren nicht, dann ist einiges im Argen. Ich will diese vielen verschiedenen Themen, die heute schon benannt worden sind, gar nicht wiederholen. Ich möchte zu ein paar Dingen aber doch etwas sagen. Wir können zwar über 100 Jahre zurückblicken, aber wir sind kein Verein für ältere Menschen. Wir sind ein Verein, ein Verband, der die Interessen aller seiner Mitglieder von klein bis alt, von jung bis alt im Auge hat. Das wurde heute schon deutlich. Es geht darum, die Lebensverhältnisse für alle Menschen in unserem Lande im Auge zu behalten und zu verbessern. Das geht los mit der Geburt, mit der Versorgung. Das setzt sich fort über Kita, Kindergarten, Grundschule, Schule generell. Und Inklusion ist ein Standardthema. Das kann man heute und darf man heute nicht aussetzen, die Inklusion in der Schule aussetzen zu wollen, einen Rechtsanspruch außer Kraft setzen zu wollen, halten wir für unvertretbar. Geht nicht. Dieser Rechtsanspruch besteht seit 2009. Die Politik in allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland weiß seit mehr als 8 Jahren, was umzusetzen ist. Und dass man die Probleme verschlafen hat, dass man nicht rechtzeitig dafür gesorgt hat, dass entsprechende Fachkräfte ausgebildet werden, dass man nicht rechtzeitig dafür gesorgt hat, die Schulen entsprechend auszustatten und, und.
das kann man jetzt nicht den Betroffenen anhängen und ihnen zur Last legen, sondern das muss man sich selber vorhalten. Da müssten diejenigen, die jahrelang nichts gemacht haben oder abgewiegelt haben, das vor sich hergeschoben haben, in den Spiegel schauen und dann sehen, wie sie damit fertig werden. Wir halten Inklusion für notwendig. Und das wurde heute auch schon gesagt. Die Inklusion ist nicht nur ein Thema für Schule und Universitäten und Ausbildung, sondern generell. Das gilt auch für den Einstieg in die Arbeitswelt. Es haben heute, 2017, Menschen mit Behinderungen immer noch viel mehr Probleme, einen beruflichen Einstieg zu finden, als Menschen ohne Behinderung. Die Arbeitslosenquote bei Menschen mit Behinderungen ist deutlich höher als die allgemeine und sie sinkt wesentlich langsamer als die allgemeine. Das ist ein Hinweis darauf, dass unsere Gesellschaft, unsere Arbeitswelt noch nicht bereit ist, noch nicht in der Lage ist, die Probleme zu erkennen oder anzuerkennen und zu bewältigen. Wir sprechen als Verband mit allen gesellschaftlichen Gruppierungen. Wir sprechen mit der Politik, mit den politisch Handelnden in den Landtagen, im Bundestag, aber auch in den Kreisen und in den Kommunen. Wir versuchen, die Probleme darzustellen. Wir sprechen mit den Gewerkschaften und kooperieren mit den Gewerkschaften, aber auch mit den Arbeitgebern. Und es ist ja nicht so, dass alle Arbeitgeber taub sind auf dem Ohr, wenn es darum geht, Behinderte einzugliedern und im Arbeitsprozess zu halten. Aber immerhin einige 10.000 erfüllen nicht nur die Quote nicht, sondern sie erfüllen sie überhaupt nicht. Es gibt mehr als 30.000 Betriebe in der Bundesrepublik, die gar keinen Menschen mit Behinderung beschäftigen. Und an der Stelle ist erheblicher Handlungsbedarf. Wir schauen zurück und wir schauen nach vorne. Ich habe das Soldatenversorgungsgesetz erwähnt, das Bundesversorgungsgesetz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und aktuell beschäftigen wir uns mit der abschließenden Betrachtung und dem Abschluss dieses Versorgungsgesetzes, so Bundesversorgungsgesetzes. Manchmal sind einfache Sätze schwierig auszusprechen. Und wir fürchten, dass dieser Abschluss, diese sogenannte Reform, dass die wieder mit Benachteiligungen für die Betroffenen verbunden ist. In den letzten Jahrzehnten haben wir immer dann, wenn der Begriff Reform von der Politik gebraucht wurde, Sorge gehabt, berechtigte Sorge. Denn die meisten Reformen an bestehenden Gesetzen führten zu Verschlechterungen für den betroffenen Personenkreis, führten zu Eingrenzungen, dienten dem Ziel, Einsparungen vorzunehmen. Echte Verbesserungen für die betroffenen Menschen waren in vielen Fällen damit nicht verbunden. Und das kann man auch wieder an aktuellen Beispielen deutlich machen. Wir haben die Hartz-Gesetzgebung, wir haben die Agenda 2010 im Auge. Diese Gesetze sind zum Teil in einer Art und Weise verabschiedet worden und formuliert worden, die eigentlich skandalös zu bezeichnen ist. Denn sie waren schlampig gemacht, sie waren manchmal in Nachtsitzungen gemacht, sie enthielten von vornherein einen sehr breiten Interpretationsspielraum, sie waren förmlich dazu angelegt, Juristen Arbeit zu beschaffen, Widersprüche zu provozieren, den Menschen Probleme zu bereiten. Und wenn ich diesen Gesamtkomplex anspreche, dann ist das ist einer dieser Felder das Feld der Rente. Wie kann man die gesetzliche Rente schmälern, schwächen, zugunsten privater Vorsorge oder der betrieblichen Altersversorgung, wie sie im Augenblick wieder diskutiert wird? Die Politik auf der Bundesschiene mit Zustimmung der Länder, muss man dann in Klammern sagen, hat die gesetzliche Rentenversicherung vorsätzlich geschwächt. Ziel war, sie zukunftsfähig zu machen. Schlagetotargumente war die demografische Entwicklung.
Ein weiteres Schlagetod-Argument waren die zurückgehenden Geburtenzahlen, war die wachsende Arbeitslosigkeit. Das Absenken des Rentenniveaus und die Fortsetzung der Absenkung wird dazu führen, dass in wenigen Jahren noch mehr Menschen in Altersarmut geraten werden, als wir heute schon feststellen können. Wenn wir heute davon ausgehen, dass ein Viertel aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Niedriglohnsektor beschäftigt ist, als Folge der Liberalisierung des Arbeitsmarktes in diesem Komplex Hartz IV und Agenda 2010. In dem Niedriglohnsektor, in dem man nicht einmal so viel verdient, dass man davon leben kann, dass man zum Großteil aufstocken muss. Wenn wir das wissen und wenn dann noch gepriesen wird, der Mindestlohn, bei dem man 45 Jahre arbeiten muss, um eine Rente zu bekommen unterhalb des Grundsicherungsniveaus, dann wissen wir, wohin das gehen wird. Diese Menschen werden eine Rente bekommen, allesamt, die in dem Niedriglohnsektor Beschäftigten, diejenigen, die eine unterbrochene Erwerbsbiografie hatten, die Frauen, die in den schlecht bezahlten Berufen tätig waren, diejenigen, die alleinerziehend waren, diejenigen, die durch Krankheit vorzeitig und zwischendurch ausscheiden mussten, die alle sind davon betroffen, dass sie später eine Rente bekommen, die unterhalb des Grundsicherungsniveaus ist. Das ist später. Sie haben aber heute in ihrem aktuellen Leben und in ihrem aktuellen Zustand auch Probleme, über die Runden zu kommen. Das wird dabei dann unterschlagen. Dann kommt die Frage, und wer soll das alles bezahlen? Das bezahlen die, denen es ohnehin schlecht geht, wenn wir nichts tun. Und darüber müssen wir uns im Klaren sein. Und für die Gesellschaft wird es später teuer. Für die, die man angeblich heute schützen möchte. Denn die kommen selber in die Situation später, dass dann die Ansprüche vorhanden sind und nicht entsprechend abgedeckt sind. Die betriebliche Altersvorsorge, wie sie heute betrieben wird, ist ein grandioses, ich will es vorsichtig sagen, Täuschungsmanöver. Man könnte es auch viel härter sagen. Wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 4% ihres eigenen Bruttoeinkommens steuer- und versicherungsfrei umsetzen können in die eigene betriebliche Altersvorsorge. Wenn Sie also Ihre betriebliche Altersvorsorge selber finanzieren und die betriebliche Altersvorsorge wird später nicht dynamisiert, sie übernimmt nicht die Risiken, die die gesetzliche Rentenversicherung insgesamt mit abdeckt. Wenn ich also durch Entgeltumwandlung das finanzieren muss, dann schmälere ich mit dieser Geldumwandlung auch noch meinen eigenen gesetzlichen Rentenanspruch und den aller anderen Versicherten auch. Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein. Wir waren der Meinung, betriebliche Altersvorsorge soll die gesetzliche Rente ergänzen, soll draufgelegt werden und nicht ersetzen. Und die private Altersvorsorge, die dritte Säule, das wurde heute schon mal angesprochen. Wie soll jemand, der ohnehin im Niedriglohnsektor sich befindet, der aufstockende Hilfen zum Lebensunterhalt braucht, der so schon nicht über die Runden kommt, wie soll der privat zurücklegen, vorsorgen können? Die Säulen 2 und 3 sind nicht dazu geeignet, den sinkenden gesetzlichen Rentenanspruch auszugleichen. Und noch was dazu zu bekommen. Deswegen, jetzt muss ich. Danke, Herr Franz. Deswegen unsere Forderung: Rückkehr zur lebensstandardsichernden Rente, Rückkehr zu 53%, dass das nicht zum Nulltarif ist. Dass das nicht zum Nulltarif zu haben ist, darüber sind wir uns im Klaren. Und zum Nulltarif sind auch keine Verbesserungen in der Pflege zu erwarten. Und all das, was dazu gesagt worden ist, ist lupenrein SOVD-Position. Nur eines ist heute nicht erwähnt worden. Wir belasten das pflegende Personal bis an die Belastungsgrenze. Wir belasten die häuslich Pflegenden
bis zur Belastungsgrenze, bis zur psychischen und physischen Grenze. Und dann schlägt die Bundesregierung zurzeit vor, den Mindestlohn für Pflegeberufe bis 2020 auf 11,45 Euro anzuheben und glaubt damit eine tolle Vorlage gegeben zu haben. Ich finde, das ist beschämend. Mehr nicht. Der gesetzliche Mindestlohn generell liegt bei 8 Euro und knapp unter 9 Euro. Und der Mindestlohn für qualifiziertes Pflegepersonal in den Einrichtungen soll in den kommenden 18, 19, 20, 3 Jahren auf 11,45 Euro im Westen angehoben werden. Unfassbar fand ich das. Daran muss sich ganz erheblich viel ändern. Und wir wissen nicht erst seit gestern, dass mehr Pflegepersonal benötigt wird, sondern es ist seit langem bekannt. Und das ist auch ein Problem, das man wie bei der Inklusion vor sich hergeschoben hat. Und jetzt holt uns dieses Problem ein. Wir müssen viel stärker, noch als in der Vergangenheit, die Politik darauf drängen, nicht nur tagespolitische Entscheidungen zu treffen, sondern mehr nach vorne zu schauen. Das ist notwendig, wenn wir die Probleme lösen wollen. Wir sind nicht nur beratend tätig, wir bemängeln, wir kritisieren, aber nicht nur um des Kritisierens willen, sondern wir machen ganz konkrete Vorschläge. Wir haben für alle sozialpolitischen Themen unserer Zeit Konzepte entwickelt. Wir haben sie schriftlich in Broschüren zusammengefasst. Sie sind im Internet abrufbar. Sie können von jedermann gelesen eingefordert werden. Ob das um Rente geht, ob das um Krankenversicherung geht, die Probleme haben wir schon gehört, ob das um Pflege geht, um betriebliche Altersvorsorge, um Mindestlohn, um Erwerbsminderungsrente, ein skandalöses Thema übrigens auch, um Inklusion, um Krankenversorgung, um Krankenhausversorgung auch in der Fläche, um Gesundheitsversorgung, um Versorgung mit Apotheken und Apotheke und medizinischen Leistungen insgesamt. Wir äußern uns zu all diesen Themen und zwar konstruktiv. Wir machen Vorschläge. Die Politik könnte sie übernehmen. Sie sind nicht blauäugig und blind so nach der Art von Utopia entwickelt, sondern in unseren Arbeitskreisen und Ausschüssen sitzen Fachleute aus allen Bereichen. Die entwickeln diese Konzepte und sie sind auch zum großen Teil durchgerechnet, sofern sie sich überhaupt berechnen lassen. Sie basieren auf Zahlen, auf statistischem Material des Statistischen Bundesamtes, der Bundesagentur, des Bundesministeriums, der Länderministerien und. Alle verfügbaren Materialien und Zahlen werden verarbeitet. Und da muss man schon sich wundern dürfen. Wenn wir beispielsweise seit 2007 vor drohender Altersarmut und vor einem Anstieg des Personenkreises, der von Altersarmut bedroht sein könnte, wenn wir also seit 10 Jahren davor warnen und darauf aufmerksam machen. 2007 hat die Politik uns gefragt, wo lebt ihr denn? In Deutschland kann das doch nicht stimmen. Die kennen zum Teil und verwenden zum Teil ihre eigenen Daten nicht. Erst die Bertelsmann-Studie vor wenigen Wochen, die nichts anderes gemacht hat, als auch das zur Verfügung stehende Zahlenmaterial auszuwerten. Erst diese Studie hat dann plötzlich diesen Hype ausgelöst. Und jetzt tut man so, ach nee, Altersarmut, das kommt, als ob das auch ein neues Thema werde. Man hat verschlafen oder verdrängt, was in vielen Bereichen gekommen, sich entwickelt hat. Und wir werden, wie in der Vergangenheit, auch nach vorne blicken, auch zukünftig darauf achten, dass die Themen sachgerecht behandelt werden. Für uns ganz entscheidend, parteipolitisch neutral. Wir sind nicht der Büttel der einen oder der anderen Partei, auch nicht die Klaköre der einen oder anderen Partei, sondern wir bemühen uns, parteipolitisch neutral die Themen sachgerecht vorzutragen. Dazu gehören auch beispielsweise auch ein tagesaktuelles Thema,
mit dem man Menschen auch Angst machen kann, wie beim Themenkomplex Altersarmut. Ist die Gesellschaft 4.0, Arbeit 4.0, die Digitalisierung der Gesellschaft und des Arbeitslebens. Das ist ein Prozess, der längst läuft. Und es wird so getan, als ob es ein zukünftiges Problem wäre. Es ist ein Problem, das auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Betrieben nicht nur zukommt, sondern mit dem sie heute schon leben müssen. Das bedeutet, man wird aber noch mehr als in der Vergangenheit bereit sein müssen, sich fortzubilden, sich den Entwicklungen anzupassen, den Herausforderungen zu stellen. Es ist sicher, dass durch die Digitalisierung bis zu 1 Million, vielleicht sogar noch ein paar hunderttausend mehr Arbeitsplätze verloren gehen oder umgewandelt werden. Ist aber genauso sicher wie bei anderen Revolutionen, dass durch die Digitalisierung auch 1 Million neuer Arbeitsplätze, anders organisierte und strukturierte Arbeitsplätze, zwar häufig noch qualifiziertere Arbeitsplätze, entstehen werden. Das heißt also, wir müssen den Menschen Mut machen, wir müssen sie in die Lage versetzen, sich dieser Anforderung zu stellen und mitzulernen. Und zwar nicht nur bis zum 50. Lebensjahr. Und es war schon überraschend, dass bis vor wenigen Jahren sowohl die Bundesagentur als auch die Deutsche Rentenversicherung mit Menschen über 55 überhaupt keine Aus- und Fortbildungsmaßnahmen mehr vorsahen. Dass jemand, der über 50 war, aus dem Arbeitsprozess abgeschrieben wurde, selbst für diese beiden Einrichtungen, die eigentlich sich darauf einstellen sollten, das Gesetz sieht ja eine höhere Lebensarbeitszeit vor, mindestens aber bis 65 tätig sein zu können. Wir stehen vor großen Herausforderungen, das ist sicher. Wir stehen vor großen Herausforderungen im Arbeitsmarkt, im Rentenbereich, in der Pflege, in der Gesundheitsversorgung, in der strukturellen Versorgung unseres Landes. Und wenn man dann weiß, dass die Entwicklung in den letzten Jahren durchaus wie eine Schere auseinandergegangen ist, dass heute das BMWI feststellt, dass die realen Bruttolöhne der unteren 40% der Lohnempfängerinnen und Lohnempfänger, dass also die realen Löhne 2015 zum Teil deutlich unterhalb des Niveaus von 1995 gelandet sind, dann wissen wir, dass an anderer Stelle noch einiges, noch mehr daneben geht. Dass also immer mehr Personen noch immer mehr abgehängt werden und dass immer weniger immer mehr zur Verfügung haben. Thema Armut und Reichtum ist keine Neiddebatte, sondern ist eine reale Herausforderung, die wir in den kommenden Jahren im Interesse des sozialen Friedens in unserem Lande auch abdecken müssen. Meine Damen und Herren, ich werde damit jetzt zum Schluss kommen. Solidarität und soziale Gerechtigkeit werden auch zukünftig die Leitmotive unserer sozialpolitischen Arbeit sein. Und mit dem Blick auf die von mir geschilderten drängenden Probleme werden wir nicht nachlassen dürfen. Und ich kann hier versichern, diejenigen, die ich kenne, die im SOVD aktiv sind, werden auch nicht nachlassen. Wir werden die sozialpolitischen Herausforderungen in unserem Lande angehen und wir werden Lobbyarbeit für die Menschen leisten, die unsere Unterstützung dringend brauchen. Und das sind Menschen jeder Altersstufe und jeder sozialen Herkunft. Es gilt für alle Menschen in unserem Lande, was wir für unsere Mitglieder tun, davon profitieren, das ist praktisch auch wie bei den Gewerkschaften so, davon profitieren alle in unserem Lande und das kann nur gut sein. Wir sind stolz auf unsere Geschichte, 100 Jahre Kampf
für soziale und solidarische Gerechtigkeit. Wir sind stolz darauf, dass wir einen Widerstand geleistet haben in der NS-Zeit, dass wir gegen Diktatur und Unterdrückung uns über die ganze Geschichte bis heute ausgesprochen haben. Und wir sind auch stolz auf unseren Einsatz für Recht auf allen Ebenen, für unsere Mitglieder im Lande, für Gleichberechtigung. Da wäre noch viel zu sagen, Gleichberechtigung von Frauen und Männern angesichts der Tatsache, dass wir zwar 100 Jahre Gleichberechtigung haben, aber gleichen Lohn für gleiche Arbeit bei gleicher Qualifikation ist immer noch nicht selbstverständlich bei uns, und für soziale Gerechtigkeit insgesamt in unserem Lande. Darauf können wir, glaube ich, stolz sein. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von Hans-Peter Dürr. Hans-Peter Dürr war Physiker. Er war Leiter des Max-Planck-Institutes. Er war auch Schriftsteller. Er war Träger des alternativen Physik-Nobelpreises. Er war also Physiker. Und ihm wird das Zitat zugeschrieben: Wir brauchen Zukunftsmodelle, die nicht alles grau und schwarz ausmalen, sondern lohnende Ziele formulieren. Die einzelnen Menschen sollen in ihrer Fantasie angeregt werden, auch kleinere Änderungen vorzunehmen. Das ist auch für sie das eigentliche Konzept der Zukunft. Das sind auch Beweggründe, die wir uns auf unsere Fahne geschrieben haben. Wir als Verband können uns schon heute darauf einstellen, welche Herausforderungen in den kommenden Jahren auf uns zukommen. Wir werden Antworten finden, da bin ich ganz sicher. Und wir werden diese Antworten auch in die Politik hineintragen, das ist ganz sicher. Und wir werden nicht nachlassen, für diese Ziele zu kämpfen mit friedlichen Mitteln, zu kämpfen, bis wir diese Ziele erreicht haben. Das sind manchmal dicke Bretter, die wir zu bohren haben werden, aber wir werden auch davor nicht zurückschrecken. Ich wünsche dem SOVD hier im Landesverband Nordrhein-Westfalen und allen ehrenamtlich und hauptamtlich Tätigen eine erfolgreiche Zukunft in dieser Arbeit. Ich bedanke mich bei allen, die in den letzten Jahrzehnten im Verband aktiv tätig waren, hauptamtlich, ehrenamtlich, für diese Arbeit. Und ich freue mich an der Arbeit in den kommenden 100 Jahren, nur an den ersten Schritten ein wenig mitwirken zu dürfen. Herzlichen Dank für Ihr Zuhören. Meine Damen und Herren, Sie wundern sich, dass ich nicht gehe. Danke für den Applaus. Ich warte noch auf Ihre Kollegin. Ist nicht mehr da? Okay, schade. Dann muss ich ganz laut. Ich darf an dieser Stelle nun die Gelegenheit nutzen, einer ganz besonders verdienten Person sozusagen stellvertretend für unsere Ehrenamtlichen hier in Nordrhein-Westfalen ein ganz besonders herzliches Dankeschön zu sagen. Der Herr weiß nichts davon. Eduard Roncari. Eduard Roncari ist seit 1963 Mitglied im SOVD und seit 54 Jahren in unterschiedlichen Funktionen im SOVD ehrenamtlich aktiv.
so zum Beispiel als zweiter Vorsitzender des Ortsverbands Oberdümpfen, als Bezirksschatzmeister, als zweiter Bezirksvorsitzender und seit 2002 als erster Bezirksvorsitzender. Und seit 2003 gehört Eduard dem Landesvorstand an. Noch beeindruckender ist allerdings seine, wie ich es nennen möchte, seine SoVD-Geschichte. Eduard Roncari ist aufgrund persönlicher Erlebnisse, eine missglückte Bandscheibenoperation und Berufsunfähigkeit haben ihn geprägt. Er ist aufgrund dieser persönlichen Erlebnisse zum Reichsbund gekommen und hat sich entschieden, auch andere nicht allein zu lassen und seine Erfahrungen und seine Kenntnisse zu teilen. Der gelernte Süßwarenlaborant und Kaufmann arbeitete sich in eine ihm völlig fremde Materie ein, studierte Gesetzestexte und hat von 1982 bis 2012 unsere Mitglieder im Bezirk ehrenamtlich als Geschäftsführer vertreten. Welcher Bezirk war das? Mülheim-Oberhausen. Hier steht immer nur Bezirk. Als ehrenamtlicher Sozialberater hat er sehr vielen Menschen geholfen und zusammengerechnet wurden in seiner Zeit im Bezirk Mülheim-Oberhausen unglaubliche 4,1 Millionen Euro erstritten. 4,1 Millionen Euro. Für sein außerordentliches Engagement wurde ihm bereits 2006 der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Lieber Eduard, heute können wir noch etwas drauflegen. Mit einer Sonderedition, der SoVD-Jubiläumsmedaille zum 100. Geburtstag möchte der Verband das besondere Engagement verdienter Mitglieder ehren. Und dir, lieber Eduard, ganz herzlichen Dank für deinen persönlichen Einsatz. Du bist der Erste, der von mir diese Ehrenmedaille überreicht bekommt, für deine Schaffenskraft, für deine Verantwortungsbereitschaft und für deine Menschlichkeit, mit der du uns beeindrucken kannst. Wir sind stolz darauf, dass du ein Teil unserer Gemeinschaft bist. Und diese Medaille ist auf der einen Seite geprägt mit der 50-Jahre-Medaille, die der Verband 1967 herausgegeben hat, und auf der anderen Seite mit einer modernen Variante zum 100. Geburtstag. Herzlichen Dank für deinen langjährigen Einsatz im Interesse unserer Mitglieder, im Interesse des Verbandes, im Interesse aller Mitglieder in Nordrhein-Westfalen und der Bundesrepublik. Alles Gute. Dazu gehört dann die Ehrenurkunde in Würdigung und Dankbarkeit für außergewöhnliches Engagement in der ehrenamtlichen Arbeit. Das ist die Ergänzung zu der Medaille. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute, Eduard. Danke schön. Darf ich dir die auch geben? Jetzt nehmen wir ihn mit. Eduard, kannst du hier ein bisschen weiter rüberkommen? Damit hier. Das Panel da oben, da kommt eh nicht mit. Stell dich da ruhig dazu. Kann man die Medaille mal so zeigen, wenn die einer von euch halten, dass man die sehen kann? Komm. Das ist so. Ein bisschen kuscheln. Komm, wir wollen noch kuscheln. Kuscheln. So, und jetzt haben wir hier rein ein Lächeln. Das schönste Lächeln des Tages, bitte. Danke. Dankeschön. Bitte, hier sind die Mikros. Lieber Adolf, meine lieben Freunde vom SoVD Nordrhein-Westfalen, es erhält mich das erste Mal sprachlos. Ich darf mich recht herzlich bedanken und bin auch sehr überwältigt. Das ist dein Auftritt. Aha. Und meiner. Ich gehe schon mal wieder hoch. Ja, Herr Bauer, wir bedanken uns ganz herzlich für
Ihre Festrede. Und dazu, wie Sie es wahrscheinlich jetzt seit über 20 Jahren schon kennen, gibt es natürlich den Blumenstrauß, der Ihnen von Franz Schewe überreicht wird. Ja, liebende Anwesende, was für eine schöne Geste, was für eine tolle Anerkennung, meine Damen und Herren. Lieber Adolf Bauer, wir freuen uns riesig, dass unser SOVD, die Bundesorganisation, durch Sie und weitere Kollegen heute so hochkarätig vertreten ist. Das zeigt das enge Band, das sich von der Spree bis ins Rheinland erstreckt. Und ich möchte sagen, Eduard, du hast die Medaille wirklich verdient. Und wir freuen uns. Und wir freuen uns mit ihm, denn sie ist ja auch ein Stück weit eine Anerkennung für die Ehrenamtsarbeit in unserem Verband. Ohne Leute wie dich, Eduard, die mit anpacken und nicht als erstes fragen, was habe ich denn davon, was bekomme ich dafür, wäre unsere Arbeit undenkbar. Die Sozialberatung liegt zwar inzwischen bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das war früher anders, auf hauptamtlicher Ausprägung. Und früher ist es natürlich auf ehrenamtlicher Basis gegangen. Ohne ihn würden die meisten Veranstaltungen auf Orts- und Kreisebene gar nicht stattfinden. Das gilt für den Gesprächsnachmittag, die Fachvorträge vor Ort, politische Treffen und Reisen, genau wie für Protestaktionen vor Ort. Ohne Ehrenamt, ohne Leute, die aus Überzeugung mitmachen und helfen, was auf die Beine zu stellen, Verantwortung übernehmen, wäre das alles absolut nicht möglich. Auch in Zukunft nicht. Und da komme ich, lieber Herr Bauer, gerne noch einmal auf Ihr Churchill-Zitat zurück und sage: Lassen Sie uns gemeinsam in die Zukunft schauen. Auf Bundes- und Landesebene, Hand in Hand, bei 100 Jahren gemeinsamer Vergangenheit. Und mehr als einer halben Million Mitglieder sollten wir das eigentlich gut hinkriegen. Meine Damen und Herren, wir freuen uns gleich mit Ihnen gemeinsam auf dieses anzustoßen und zum gemütlichen Teil überzugehen, auf die nächsten 100 Jahre. Jetzt einmal noch ein Beitrag dieser wunderschönen Kapelle. Ihnen allen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, gute Gespräche im Anschluss und jetzt erst einmal weiterhin gute Unterhaltung mit Klaus und Klaas und seinem Team. Danke. Seit einem Jahr und sind dir wohl bekannt. Doch stell dir vor, was sich soeben unter unserer Haustür fand. Es ist ein Brief von unserem Nachbarn, darin steht, wir müssen raus. Sie meinen, du und ich, wir passen nicht in dieses ehrenwerte Haus. Weil wir als Paar zusammenleben und doch immer ohne Trauschein sind. Hat man sich gestern hier getroffen und dann hat man abgestimmt. Und die Gemeinschaft aller Mieter schreit uns nun, ziehen Sie hier aus. Denn eine wilde Ehe
das passt nicht in dieses ehrenwerte Haus. Es haben alle unterschrieben, schau dir mal die lange Liste an. Die Frau von nebenan, die ihre Lüge nicht für sich behalten kann. Und die vom Erdgeschoss tagtäglich spioniert sie jeden aus. Auch dieser Kerl, der seine Tochter schlägt, spricht für das ehrenwerte Haus. Der Alte, der uns stets erklärt, was hier im Haus verboten ist. Und der vom ersten Stock, er schaut die ganze Zeit zum Fenster raus. Und er zeigt jedem Mann, der mal falsch parkt, vor diesem ehrenwerten Haus. Der graue Don Juan, der starrt nicht jedes Mal im Aufzug schaut. Die Witwe, die verändert hat, dass hier ein Schwarzer einziehen kann. Auch die von oben, wenn der Gastmann kommt, zieht sie den Schlafrock aus. Sie alle schämen sich für uns, denn wir sind für sehr ernährte Haus. Wenn du mich fragst, diese Heuchelei hat dich nicht länger aus. Wir packen unsere sieben Sachen und ziehen fort. Aus diesem ehrenwerten Haus. Herzlichen Dank. Melanie Arnold, Klaus Klaas. Wie schon gesagt, auch von uns nochmal alles Liebe und Gute für die Zukunft. Lasst es so weitergehen. Das ist kein Grund zu verzagen. Wir sind nicht weit, schnapp dir den Bescheid und dann hilft der SoVD.
VD. Meine Damen und Herren, Matthias Veit. Kennst du den Sofa VD? Der nimmt sich Zeit für deine Fragen. Du ärgerst dich, die Kasse lässt dich im Stich. Wenn es sein muss, werden wir für dich klagen. Für dich klagen beim Sozialgericht. Komm vorbei. Mit 6 Euro bist du dabei. Mit 6 Euro, das ist das schon. How can I go on to you without you? Ob Hausfrau oder Schornsteinfeger, im Streit mit dem Kostenträger, hilft dir der SoVD. Das war der Festtag 100 Jahre Sozialverband Deutschland in NRW mit einer vielleicht etwas anderen Stimmung als von uns allen erwartet. Aber spannend war es trotzdem und ein tolles Jubiläum war es auch. Sie waren wunderbare Gäste, sagt man dann immer. Stimmt natürlich in diesem Fall auch ganz besonders. Jetzt wünschen wir Ihnen allen noch sehr gute Gespräche. Herzlichen Applaus einfach nochmal für Technik, Aufbau, Band und alle, die mitgeholfen haben. Es war schön, mit dem eigenen Chef mal Musik zu machen. Special Applause bitte für Markus Gerdes, unser Landesgeschäftsführer. Für die Abteilung Organisation, Markus Titschneck. Und die Band, Franz Schrebe, auch für dich. Du hast das super gemacht heute, es war ja alles sehr spontan mit dem MP. Ihnen allen jetzt noch viel Spaß. Es war ein sehr schöner Morgen. Und deswegen hänge ich mich ganz kurz nochmal rein. Alle sind genannt worden. Matthias Veit nicht mit der Posaune. Drei Profimusiker, meine Damen und Herren, und drei Halbprofis. Melanie, Marc und Klaus, Markus, Matthias und Markus. Herzlichen Applaus für die sechs Künstler. Sozialverband, SoVD. Kommt alle in den SoVD. SoVD. Oh, can't you see? I'm no good without you. Ob Schornsteinfeger, im Streit mit dem Kostenträger, hilft dir der SoV, hilft dir der SoV, hilft dir der SoV. Oh yeah! Die Band! Das war ein Wunsch von unserem Landesgeschäftsführer, glaube ich sogar. Ja, mein lieber Markus, bist du bereit? Hervorragend. Soldat Norwegerjön, wat blieb denn hück noch stund? Die Hüse und Jasse, die Stünsche beim Klafe, ist halt vorbei. In der Wirtschaft war der
die Frau Lütscher sitze, beim Schätzle zusammen, ist das vorbei. Das Schönste, was man hat, schon all die lange Jahr, ist unser Fede. Hey, hält man zusammen, wie aber doch was seht. In unserem Fede. Spilde nicht im Jas und fällt ihnen ab den Ass. Die Nudel und Schramme, den fickt man zusammen, dann ist es vorbei. Das Schönste, was man hat, schon all die lange Jahr, ist unser Friede. Denn hier hält man zusammen, egal was doch passiert, in unserem Friede. Doch klar, na bliebe, wo wir sind, schon all die lange Jahr, in unserem Fede. Jetzt noch viel Spaß. Tschüss. Treue, wir gönnen uns diesen Tag. Oh yeah. Ein
diese Zeit, auf diese Zeit, ein Hoch auf uns, uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt, ein Hoch auf uns, uns, auf jetzt und ewig, auf einen Tag. Unendlichkeit. Ein Feuerwerk aus Endorphinen, ein Feuerwerk zieht durch die Nacht. So viele Lichter sind geblieben, ein Augenblick, der uns unsterblich macht. Unsterblich macht. Das Beste für uns gibt ein Hoch auf das, was uns vereint. Auf diese Zeit, ein Hoch auf uns, uns, auf dieses Leben.